Hallo YouTube, willkommen zurück. Ich bin heute hier unterwegs am Potsdamer Platz mit dem Christian. Der hat sich nämlich Leica SL gegönnt und ich darf mit der heute mal ein bisschen rumprobieren. Also was ich mag, was ich nicht mag und die wichtige Frage, lohnt es sich die heute noch zu holen? Und jetzt kommen wir zur Übergabe. Ah! Liebe Leute, wir sind jetzt wieder zurück bei mir im Studio, in meinem kleinen Home-Studio, weil es war dann draußen doch ein bisschen kalt. Was ich mag, was ich nicht mag an der Leica SL. Das ist die erste SL. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann sie rauskam. Weißt du das zufällig? Ist schon, glaube ich, 13, 14 oder sowas. Genau, also bei der ersten Leica SL. Was ich nicht mag, hat sich auch relativ schnell rauskristallisiert für mich. Es gibt hier so einen Knopf, mit dem man den Fokuspunkt verschieben kann. Wenn man jetzt guckt, ich habe wirklich große Hände. Ich finde ihn zu weit weg für den Daumen. Also man muss da sehr strecken. Das geht, glaube ich, schon ziemlich auf den Daumen. Finde ich zu weit weg. Was ich hingegen sehr, sehr mag, ist halt, wie auch bei der SL2, dass sie liegt verdammt gut in der Hand. Also ich habe wirklich sehr große Hände eigentlich. Also ich kann auch einen Basketball so fassen. Gefällt mir mega, mega gut, dass sie so gut in der Hand liegt. Was mir an ihr jetzt persönlich nicht gefiel, war die Akkuleistung. Wir waren jetzt eine Stunde, glaube ich, unterwegs und der Akku hatte auf einmal zwei Dinger weg. Kann aber auch sein, dass es einfach an den Temperaturen liegt. Wir haben heute knappe 0 bis 1 Grad gehabt in Berlin am Potsdamer. Was ich mega, mega dolle mag, ist das Auslösegeräusch. So, wenn ihr jetzt mal hört. Also ich finde dieses Auslösegeräusch sehr, sehr sexy. Ich finde das geil. Was ich nicht mag, aber das ist, glaube ich, auch einfach eine Geschmackssache, ist das Bedienlayout hinten am Bildschirm. Weil, wenn man sich jetzt die aktuellen Kameras alle anguckt, sie sehen halt alle mittlerweile wie bei meiner M10 so aus, dass du hier diese drei Knöpfe hast und das Steuerrad und darüber lässt sich dann alles einstellen. Das ist ja bei der SL2 genauso und auch bei der SL2S und auch die Q2, die haben ja jetzt mittlerweile alle das gleiche Layout und ich glaube, das ist das, was mich hier so ein bisschen stört. Wobei ich sagen muss, ich habe ja auf einer M240 angefangen und da ist das Layout ja auch noch anders. Da hast du, glaube ich, 5 Knöpfe oder 4 Knöpfe auf der Seite neben dem Bildschirm. Also ich glaube, das ist einfach nur eine Geschmackssache, beziehungsweise weil ich jetzt halt auch schon länger mit der M10 fotografiere, aber da würde man sich dran gewöhnen. Ich finde den Sucher sehr, sehr gut, gerade für mich als Brillenträger. Ich finde ihn viel angenehmer wie bei der M oder auch bei der Q. Q2 hat auch einen größeren, der ist auch um einiges schöner, einiges besser. Wie gesagt, das mag ich. Würde ich sie mir heute noch holen? Man kriegt sie ja nicht mehr neu. Wenn man jetzt auf den Gebrauchtmarkt schaut, kann man sagen, zwischen, ich sag mal, 1,6 bis 2,2 kriegt man sie gut.
Da möchte ich jetzt auch nochmal Foto Görlitz reinschmeißen. Ich glaube, bei ihm habe ich eine gesehen für 2,2 oder 2,3. Da habt ihr dann auch noch ein Jahr Gewährleistung von Foto Görlitz. So, genau. Telefonunterbrechung schneide ich wahrscheinlich raus. Vielleicht auch nicht, mal sehen. Genau, nochmal Foto Görlitz da nochmal ins Rennen werfen, weil bei ihm bekommt ihr gebrauchte Geräte mit Gewährleistung, was ich halt mega, mega gut finde. Ich habe zum Beispiel auch meine M10 über Foto Görlitz bekommen, weil ich ihm meine 240 gebracht habe und noch ein bisschen was anderes. Und, na, mega geiler Typ, solltet ihr euch anschauen. Ich packe ihn auch unten in die Description mal mit rein. Ein Kollege hat gerade geschaut, sie Oktober 2015, hast du gesagt, kam sie offiziell raus. Also hat jetzt 5,5 Jahre auf dem Buckel. Was noch ein Negativpunkt ist, was wir nämlich gerade ausprobiert haben, weil der liebe Christian meinte, er würde sie mir vielleicht für die Woche hier lassen. Man kann sie nicht mit USB laden. Das heißt, man ist dazu gezwungen, immer ein Ladegerät zu haben. Es gibt auch kein quasi, wie man es bei Sony kennt, Akkuersatz, den man in den Akkufach einsteckt. Das wäre noch ein Negativpunkt. Klar, sie ist jetzt, wie gesagt, 5,5 Jahre alt. Anschluss hat sie kein USB-C, was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Was ich schade finde, aber was bei der SL2 und SL2S auch so ist, man braucht immer einen Adapter für Mikrofon und Kopfhörer. Wenn man jetzt mit ihr Videografie machen würden, wollen würde, machen wollen. Würde. Ihr wisst, was ich meine. Aber das sind halt Sachen so, das ist dem Alter geschuldet. Und ja, ich würde sie mir holen, auf jeden Fall. Ich müsste für mich persönlich jetzt abwägen, brauche ich die Mehrpixel von der SL2? Weil ihr wisst ja, ihr kennt meinen Feed, ich mache viel Beauty- und Modegeschichten und da kommt es halt schon manchmal auf die Auflösung an. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, vor ein paar Jahren hat das auch noch keinen gejuckt. Da kamen alle mit 24 Megapixel gut zurecht. Und wenn wir jetzt zurück überlegen, ich glaube vor 3 Jahren oder so kommt das hin, hatte die Canon EOS 5, Mark 4, Mark 3, keine Ahnung, klagt mich nicht an, hatte auch nur 24 oder 26 Megapixel und das war die Kamera, die jeder benutzt hat. Also bin ich ein bisschen vorsichtig mit diesen Aussagen. Ja, ich würde sie mir holen, gerade für das Geld, gerade für Studio. Super, hat einen USB 3.0 Anschluss, reicht voll und ganz, um in den Rechner reinzutätern. Ob man die SL2 dann braucht, muss jeder für sich entscheiden. Vielen Dank an Christian auf jeden Fall. Seinen Channel verlinke ich euch auch. Und mal gucken, vielleicht kann ich demnächst was mit Foto Görlitz noch regeln, dass ich mal die SL2 da habe, um vielleicht mal direkt zu vergleichen. Oder vielleicht kriege ich es auch hin, dass ich die SL2S habe, die ja quasi von der Sensorauflösung das gleiche Megapixelanzahl hat wie die alte SL. Um mal zu vergleichen, lohnt es sich, die neuere SL2S zu holen oder reicht die SL? Was ihr dazu meint, ob euch das interessiert, haut es mir in die Kommentare und wir sehen uns.